sind robuster, als viele Hobbygärtner denken. Ein wenig Frost macht ihnen nur wenig aus. Vor Dauerfrost in Kombination mit Wind und Sonne sollten sie allerdings durchaus geschützt werden. So sollten sie im Herbst nicht mehr gedüngt oder geschnitten werden, da sie das noch anfälliger für Kälte macht. Die letzte Düngung sollte spätestens Ende Juli erfolgen, der letzte Schnitt im September. Beet- und Wildrosen müssen eigentlich nicht winterfest gemacht werden. Sie sind sehr robust und ihre Früchte, die Hagebutten, sind Futter für die Gartenvögel. Bei veredelten Rosen muss darauf geachtet werden, dass die Veredelungsstelle unter der Erdoberfläche liegt. Ist das nicht der Fall, kann die Pflanze mit Erde, Kompost oder Sägemehl angehäufelt werden. Strauchrosen, Stammrosen und Kletterrosen sollten an der Krone mit Jutesäcken bedeckt werden. Rosen im Topf sind besonders anfällig für Kälte, da ihre Wurzeln rundherum nur von wenig Erde geschützt werden. Der Kübel sollte daher mit Jutesäcken oder Frostschutzübertöpfen eingewickelt werden.